Hallo. Hallo. Wir sind im Projektraum O45 in der Oranienstraße in Kreuzberg. Den gibt es seit 2 Jahren etwa. Im April 2019 haben wir eröffnet und wir sind in dem Fall das Buchprojekt, das sind Kerstin und ich, und der Verlag Viel und Mehr. Zusammen betreiben wir hier diesen Raum als Ausstellungsraum für Projekte, für Workshops, viel mit Kindern. Es dreht sich alles um das illustrierte Buch. Wir beschäftigen uns auch viel mit Leseförderung. Gerade sind wir nämlich mittendrin in einem solchen Projekt. Es ist ein Ausstellungszyklus, der sich Roommates nennt und sich schwerpunktmäßig mit den Möglichkeiten von analoger und digitaler Begegnungen beschäftigt. Wir haben dazu 3 IllustratorInnen eingeladen, die alle auf sehr unterschiedliche Weise aus dem Bereich der Kinderbuchillustrationen kommen, ihnen aber diesen Bereich auch in viele Richtungen wieder verlassen. Deshalb für uns interessante Interaktionspartner oder Recherchepartner waren, um hier in unserem Raum einfach mal ein bisschen in die dunklen Ecken zu leuchten und diese Müdigkeit von Digitalformaten vielleicht mal wieder mit ein bisschen Poesie oder einfach der Lust am Ausprobieren zu öffnen. Und sitzen jetzt hier gerade vor der ersten Ausstellung aus diesem Zyklus von Piotr Karski, der versucht, verschiedene Ebenen von Medien, von Geschichte und auch von Bildtiefe zwischen analogen und digitalen Raum im Schattenspiel auszuarbeiten. Heute Vormittag war eine Schulklasse digital da. Das ist ein weiterer Schwerpunkt von uns, dass wir eben versuchen, nicht nur hier in die Nachbarschaft hineinzuwirken und die Nachbarschaft einzuladen, sondern dass wir ganz gezielt vor allem die Schulen aus dem Umfeld hier in Kreuzberg ansprechen und einladen, aber auch so in medienpädagogischen Bereichen ein bisschen reinzugehen, um das Ganze erzählen, wie es in einer heutigen Zeit passieren kann, zuzulassen, auszuprobieren. Also es gibt so 2 Schwerpunkte sozusagen. Auf der einen Seite das, was hier im Raum passiert. Wir laden IllustratorInnen ein, die hier dann ausstellen können. Das war eben Emma Toledo mit ihren Kinderbüchern. Claude Dubois und Anne Brouillard, das sind beides Belgierinnen, waren hier. Und da haben wir Öffnungszeiten. Leute können ganz normal hierher kommen und sich das angucken. Und aber wir laden dann auch ganz gezielt Schulklassen zum Beispiel ein, wie bei Claude Dubois. Die hat in einem ihrer Bücher ein Flüchtlingsthema, was wir dann mit den Kindern anhand dieses Buches besprechen und anhand der Bilder. Der andere Schwerpunkt ist quasi so ein bisschen ausgelagert zu dem Raum, dass wir als das Buchprojekt verschiedene Projekte an Schulen anbieten oder in Bildungseinrichtungen, mit denen wir, das Buchprojekt, ganz unterschiedlich, aber letztendlich mit dem Ziel, ein Buch herauszubringen, mit den Kindern arbeiten. Das letzte Projekt, was wir gemacht haben, das Projekt HeldInnen, da waren wir an der Kreuzberger Grundschule und haben mit denen Spiele entwickelt. Die haben dann 3 Kinderbuch- bzw. Spieleheldinnen an die Hand bekommen. Das war Ponyhütchen, Hermine und Peach. Und sollten die dann zu den Hauptfiguren ihres Spiels machen. Und daraus ist jetzt auch noch ein Buch entstanden. Genau, wie Katharina schon sagte, steht dieses Projekt ein bisschen auf 2 Beinen. Wir haben jetzt auf jeden Fall entschieden, dass die neben der Arbeit mit und an den Spielen, die wir mit der Schulklasse entwickelt haben, wir Expertinnen aus verschiedensten Feldern dazu einladen wollen, sich mit uns gemeinsam auf dieses Gedankenspiel nochmal einzulassen. Was passiert eigentlich, wenn man Heldinnen, die sonst vielleicht eher Randpositionen in den bekannten Geschichten einnehmen, ganz prägnant war eben Emil und die Detektive, Ponyhütchen, die an sich eine sehr prägnante Figur ist, aber jetzt von der Zeit oder der Erzählung, die sie im Buch einnimmt, super kurz kommt. Und das empfanden wir als eine bestimmte Art von Missverhältnis, was sich bis heute in die Literatur, vor allem in die Kinder- und Jugendliteratur reinzieht, dass es einfach immer noch so ist, dass die Mädchenfiguren in den Büchern oft noch einen ganz schön schweren Stand haben oder oft einen ganz schönen Parcours erledigen müssen, bis sie ins Spiel gekommen sind. Am 15.05., nämlich im Rahmen der Langen Buchnacht, stellen wir all das auch vor, was in diesem Buch drinsteht. Und die ein oder andere Autorin wird auch digital, aber live hoffentlich zugegen sein. Sehr schön.